Grüß dich und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ludoki Q&A. Ich bin Tarek Abulela von der Ludoki GmbH und heute besprechen wir eine Frage, die hat uns auch erreicht, diesmal als private Nachricht, das heißt, sie soll wahrscheinlich anonym sein. Da geht es um ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt für Augenoptiker. Die machen was für Diabetiker, da geht es um Augenscreening. Und jetzt scheint es ja so zu sein, dass diese Augenoptiker irgendwie Angst haben vor der Konkurrenz zu den Augenärzten. Und das ist immer so typisch, da ist dann also die Frage, ja, wie kann ich das besser vermarkten oder leichter verkaufen? Da weiß ich jetzt leider zu wenig, um einen ganz konkreten Approach anzubieten. Hier geht es wieder um das Thema Einstellung und Haltung. Weil die Frage ist ja immer, warum könnte es nützlich sein für jemanden, der zum Augenoptiker geht, das dort zu machen und eben nicht beim Augenarzt? Jetzt müssen wir natürlich medizinisch mal klären, ist das überhaupt okay? Dürfen die das oder nicht? Ich gehe mal davon aus, entsprechend der Anfrage, dass das erlaubt ist. Darum würde ich mit dir, empfehle ich dir, mit diesem Kunden, den du da hast, mal herauszuarbeiten, was ist der Nutzen? Und vielleicht sprichst du mal mit der betroffenen Zielgruppe, weil die wissen es am besten, was wünschen die sich denn? Was ist hier der Nutzen? Sollte das nicht klappen, frage ich mich gerade, wenn die eine Zielgruppe Angst vor den Augenärzten hat, ist das möglicherweise ein Produkt, was du den Augenärzten verkaufen könntest? Das würde ich auch nochmal prüfen. Ansonsten stell doch deine Frage nochmal, konkretisiere die gerne noch ein bisschen, dann gehen wir da in einer weiteren Folge ein bisschen genauer drauf ein. Oder wir telefonieren einfach mal. Ich glaube, Ludoki kriegt man erreicht, dann freuen wir uns auf deinen Anruf. In dem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren. Sondern sie erwähnt es so nebenbei.